gibt es einen kleinen Crashkurs in Alemannisch. Die sagen dort nicht Scheiben, sondern Schiebe. Also über 120 Schiebe sägen und schnitzen Marco, Karle und seine jungen Kollegen von Hand. Und was machen sie dann damit? Sie bringen sie zum Glühen und schlagen sie nachts in die Luft. Ein alter Brauch, dem Schiebeschlage. In Ettenheim-Weiler bei Offenburg ist dieser Tag immer am Samstag nach der Fasnacht. Christian Ruf und Marco Karle, zwei erfahrene Schiebebube oder auf Hochdeutsch Scheibenbuben. Nach der Fastnacht ist vor dem Scheibenschlagen und dazu gehören die passenden Ruten aus Haselnussholz. Und werde ich beigebracht, wie ein Haselnuss aussieht? Für uns, also auf dem Dorf, ist das für uns eigentlich, das sehen wir halt und ja. Sie kennen sich von Kindesbeinen an, haben zusammengespielt und gekickt. Jetzt sind sie für das Scheibenschlagen zuständig. Seit Jahrzehnten wird der Brauch von den jungen Männern im Dorf gepflegt und weitergetragen. Jetzt mal gerade mal du ungefähr. Du. Perfekt. Das wäre jetzt Mina, der ich jetzt am Wochenende nehmen würde. Scheibenschlagen ist Männersache in Ettenheim-Weiler. Mit 16 wird man von den Älteren eingeladen und dann gehört man endlich dazu. Auch Luis Kerberlo konnte es kaum erwarten. Das war dann halt einfach nochmal mehr, dass wir auch im Winter dann noch mehr zusammen machen können. Wenn wir uns jede Woche einmal treffen, da ist das halt schon was Schönes. Denn. Schiebeschlag ist für uns im Dorf, eigentlich für mich, ist eigentlich das größte Fest und da freut man sich eigentlich das komplette Jahr drauf. Wenn das wieder ist. Von Oktober an treffen sie sich zum Schnitzen und Texten. Denn jede Scheibe begleitet eine Dorfgeschichte. Wie die von den Jägern. Zum Beispiel Zellejäger, wo in den Wald gegangen sind und keine Munition dabei hatten. Ja, kann man alles mal machen, ne? So ist. Ja. Die Schiebe ist da. Saukopf. Na, Sufkopf. Sufkopf, komm mal da. Der Morgen, vorm Scheibenschlagen. Marco Karle und die Buben sind trotz Dauerregen unterwegs und sammeln die Holzspenden ein. Scheibenschlagen findet bei jedem Wetter statt. Nehmt trockenes Holz oben. Und ja, es geht halt ein klein wenig länger, aber ja, wir kriegen alles zum Brennen. Es ist nicht viel, aber fein. Siegfried Kabisch ist knapp 80. Auch er war ein Scheibenbube. Schon von klein auf. Bei uns war es noch, dass die Schüler das Holz hochgezogen haben mit so einer Karre. Stefan Ruf war früher Scheibenbube, jetzt ist er Feuermeister und der Historiker in der Truppe. Um den Winter sozusagen auszutreiben, ist das. Und die Scheibe soll dann eben die Geister vertreiben. So ist das mal entstanden. Bei unseren altgermanischen, heidnischen Vorfahren. Bis zum Abend muss der Haufen glühen. Stärkung für die Scheibenbuben. In Ettenheim-Weiler gibt es Speckeier. Auch eine Tradition. Woher sie stammt, das weiß keiner so genau. Bis zu 10 Eier verdrücken sie pro Mann. Das gibt Kraft, sagen die Scheibenbuben. Ja, jetzt geht's gleich los. Haben wir gerade eine Schiebe genommen? Ich hab 4 Schiebe. Danke, Mann. Einfach mit Herzblut macht man das fürs Dorf. Schieb hole ich.